In unserem Teilprojekt, also wir hatten zwei Teilprojekte an der Universität Oldenburg, in unserem Teilprojekt ging es um die Qualität von OER, also nicht wie gerade eben, wo wir ja schon was gehört haben über die Qualität von solchen verteilten Infrastruktursystemen. Hier ging es tatsächlich um die Qualität von OER. Und es gibt ein Qualitäts. Jetzt versuche ich mal hier weiterzumachen. Ja, das geht nicht. Sekunde. Ich nicht, warum ich nicht weiter. Jetzt müsste es gehen. Ja, genau. Es gibt ein Qualitätsmodell von Meyerberger, Zawacki, Richter und ich war da auch dran beteiligt. Und in diesem Qualitätsmodell werden insgesamt 15 Komponenten, könnte man sagen, oder wir sprechen auch von Facetten von Qualität dargestellt. Und man sieht schon, Qualität von OER ist ein weites Thema. Es berührt ganz unterschiedliche Bereiche. Es geht da einerseits um den Inhalt der Ressourcen, also ist das Ganze fachwissenschaftlich orientiert, wiederverwertbar. Wie sieht es mit der Zielgruppenorientierung aus? Es geht um das didaktische Design der Ressourcen. Es geht darum, auch um technische Dimensionen, um technische Merkmale der Ressourcen. Wie sieht es mit der Offenheit, mit der Zugänglichkeit der Ressourcen aus? Und schließlich mit der Usability, also wie gut sind die Ressourcen technisch nutzbar? Unsere Aufgabe in dem Projekt bestand darin, für dieses Modell, was bisher nur aus dieser Übersicht besteht, jetzt ein Instrument zu entwickeln, mit dem es Ratern, zum Beispiel im Peer Reviewing, möglich ist, Ressourcen tatsächlich zu bewerten und dann zu einem Ergebnis zu kommen, anhand dem sich diese Ressourcen dann beschreiben lassen. Ja, der Ausgangspunkt bei der Entwicklung war die Feststellung, dass es in Deutschland ein solches Instrument noch nicht gibt. Es gibt zwar das Modell, aber es gibt noch kein Instrument. Und wir haben dann eine empirische Untersuchung durchgeführt, in der wir versucht haben, dieses Qualitätsmodell, das neue Instrument, zu validieren im Hinblick auf psychometrische Mess- und Testverfahren. Und die Untersuchung sah so aus, wir hatten, ich kann jetzt nur einen Teil der Untersuchung darstellen, in unserer Erhebung 2, 50 Personen, die die Ratings probeweise durchgeführt haben. Jeder von diesen 50 Personen hat jeweils zwei OERs bewertet. Insgesamt gab es 50 verschiedene OERs, sodass insgesamt 100 Bewertungen dann vorlagen. Und die Bewertungen wurden dann zusätzlich noch mit zwei Instrumenten durchgeführt, nämlich einmal mit unserem neu entwickelten Instrument, dem sogenannten ICO-OER, und einem Instrument, was in den USA schon verbreitet ist, dem Instrument von der Plattform des Merlot. Das ist so ein Repositorium in den USA und da gibt es ein Instrument zur Bewertung von OER, das haben wir zusätzlich eingesetzt. Ja, unsere Rater hatten dann also 50, hatten jeweils zwei OERs zu bewerten. Das waren von uns mehr oder minder zufällig ausgewählte Ressourcen von den großen OER-Plattformen wie von der HUU beispielsweise. Wir haben dann in unserer Validierung, in unserer Untersuchung nicht alle Skalen berücksichtigen können. Die Skalen, die sich hier auf die Zugänglichkeit beziehen, die brauchen ein gewisses technisches Vorwissen. Und da wir jeweils als Rater Dozenten oder Studierende aus den jeweiligen Fächern hatten, wir haben da versucht, da so ein fachliches Matching herzustellen, haben wir diese technischen Dimensionen herausgenommen. Die sind zwar Teil unseres Instruments, aber die wurden jetzt in dieser Validierungsstudie nicht berücksichtigt. Ja, wie sieht unser Instrument nun eigentlich aus? Wir haben zwei Arten von Skalen. Wir haben zum einen eine Kurzversion unserer Skalen und diese Kurzversion sieht so aus, dass jede der Skalen des Instrumentes mit einem solcher Abfrage dargestellt wird. Also man muss da sich nur für eine Stufe auf diesen fünf Stufen entscheiden. Es sind jeweils drei Stufen beschrieben. Die unterste Stufe, die rote Stufe, ist die Stufe, die bedeutet, also das Ziel wurde eigentlich verfehlt, der Standard wurde verfehlt. Dann gibt es hier so eine hellgrüne Stufe, die beschreibt, was wir so als Mindeststandard ansehen. Und dann gibt es sozusagen einen Premium-Standard, das ist diese dunkelgrüne Stufe.
Und dazwischen liegen noch so zwei Zwischenstufen, wo man dann sagen würde, na, ich weiß nicht genau, es liegt irgendwo zwischen dem roten und dem hellgrünen. Dann gibt man, kreuzt man diese gelbe Stufe an und dementsprechend hier diese mittelgrüne Stufe, die dann zwischen der dunkelgrünen und der hellgrünen liegt. Hier sind die Stufen nochmal beschrieben, das habe ich aber gerade schon erläutert. Und die zweite Form der Abfrage, also die man alternativ verwerten kann, ist so eine längere Version jeder einzelnen Skala. Da wird jede einzelne Skala mit etwa 5 Items abgefragt. Und man kann dann zu jedem dieser Items angeben, trifft überhaupt nicht zu, trifft eher nicht zu und so weiter, bis zu voll und ganz zu. Das ist also sozusagen eine etwas ausführlichere Abfrage und wir überlassen es dann sozusagen den Nutzern, ob sie diese kürzere Version oder die ausführlichere Version verwenden wollen, je nach Anwendungsgebiet. Ja, wir haben dann mal gefragt, also wir haben das unsere Nutzer, da unsere Rater, unsere Beispiel-Rater durchführen lassen und dann haben wir mal geschaut, nicht alle Skalen lassen sich natürlich auf alle OERs anwenden. Wenn wir so eine Skala haben, wie hier Assessment, dann passt das eben nur auf OERs, die tatsächlich auch so eine Art Quiz oder Assessment beinhalten. Und längst nicht alle OERs haben das. Und wir haben mal geschaut, welche Skalen lassen sich denn mehr oder minder auf alle OERs anwenden. Und das sind die, die hier dunkel markiert sind, die dann von einem hohen Prozentsatz unserer Rater auf alle OERs angewendet wurden. Und da sehen Sie, das sind hier diese 7 Skalen: fachwissenschaftliche Orientierung, inhaltliche Wiederverwendbarkeit, Motivation, Anwendung und Transfer, Hilfestellung und Support. Ich will sie jetzt gar nicht alle vorlesen. Das sind die Skalen, die sozusagen die Kernskalen unseres Modells darstellen. Und hier nochmal in der Übersicht, also die hell gelb umrandeten sind die, die wir berücksichtigt haben in der Validierung und die roten sind die, die auf alle Skalen anwendbar sind. Und wir haben eine zusätzliche Skala reingenommen, die in dem Modell, in dem ursprünglichen Modell von Meyerberger und Zawacki-Richter nicht enthalten war. Eine Skala, die sich damit beschäftigt, wie motivierend wirkt eine solche Skala, ein solches OER auf diejenigen, die das OER benutzen, verwenden, sich anschauen. Ja, und dann haben wir untersucht, wie sieht es mit der Reliabilität unserer Skalen aus? Wir mussten ja unser Instrument validieren und wollten feststellen, wie gut ist das Instrument geeignet. Wir haben dann für die langen Versionen versucht, die Reliabilität festzustellen. Die Reliabilität ist ein Maß für die Genauigkeit eines Messinstrumentes. Und gemessen wird das üblicherweise über ein statistisches Maß, die sogenannten Cronbachs Alpha. Das ist ein Maß für die Konsistenz der Skalen. Und wenn eine Skala nicht reliabel ist, bedeutet das, dass eigentlich nichts Sinnvolles damit gemessen wird, weil die Messungen sehr stark zufallsbeeinflusst sind und eine gute Reliabilität hat man etwa ab einem Wert von Punkt 75. Und Sie sehen, alle unsere Skalen erreichen das, bis auf leider die Skala inhaltliche Wiederverwertbarkeit. Mit der gibt es noch Probleme in der Messgenauigkeit, sodass man diese Skala eigentlich nochmal überarbeiten müsste. Dann haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie sieht es mit der sogenannten konvergenten Validität unserer Skala aus? Und da geht es darum, inwieweit misst eigentlich die Kurzskala und die Langskala das gleiche Konstrukt. Und dazu haben wir die Korrelation zwischen der Kurzskala und der Langskala in unserem Instrument bestimmt. Und man sieht, das sind alles hochsignifikante Korrelationen. Auch hier wieder die geringste Korrelation bei der inhaltlichen Wiederverwertbarkeit. Da scheint es also ein Problem mit den Skalen zu geben. Aber insgesamt sind das alles sehr befriedigende Werte, die wir da erreicht haben. Wir können sagen, in etwa werden die gleichen Konstrukte gemessen mit der Kurz- und der Langversion. Ja, und dann haben wir uns natürlich mit der entscheidenden Frage beschäftigt, inwieweit sind unsere Skalen tatsächlich valide, inwieweit messen die das, was wir tatsächlich unter Qualität verstehen. Dazu haben wir in einem Item gefragt, wie beurteilen Sie die Qualität der von Ihnen betrachteten, bearbeiteten OER insgesamt und haben das dann mit unserem Instrument korreliert und da sehen wir dann, also die Skala Motivation hat offen, also die, die wir ja zusätzlich reingenommen haben, hat die höchste Korrelation mit der Wahrnehmung von Qualität eines Instrumentes. Das scheint das zu sein, was die Nutzer am stärksten mit Qualität assoziieren, aber auch sowas wie Hilfestellung und Support, inhaltliche Wiederverwertbarkeit. Und schön ist, dass man sieht, dass alle diese Skalen, die wir da, also die vielen Facetten von Qualität, die wir da haben, scheinen tatsächlich mit der Wahrnehmung von Qualität zusammenzuhängen und zu korrelieren.
Dann haben wir noch geschaut, inwieweit stimmt das, was wir in unseren Skalen ermittelt haben, mit dem Qualitätsbegriff von Merlot, also von diesem englischsprachigen Instrument aus den USA überein. Und auch da finden wir halt hochsignifikante bis höchstsignifikante Korrelationen. Das heißt also auch da scheint der Qualitätsbegriff, der da bei Merlot verwendet wird, übereinzustimmen mit dem Qualitätsbegriff, den unsere Skalen erfassen. Insgesamt, ach ja, dann haben wir noch gefragt, haben die Rater direkt gefragt, unsere Teilnehmenden, halten sie das Instrument geeignet, um OER zu bewerten? Und da gab es dann auch ganz erfreuliche Ergebnisse. 15% sagen, es ist sehr gut geeignet. Dann nochmal zusätzlich mehr als 50% sagen, es ist eher gut geeignet. 23% sagen, es ist gut geeignet. 23% sagen eher gut geeignet. Und 11% sind nur der Meinung, dass es weniger gut geeignet ist. Ja, insgesamt kann man sagen, 7 unserer Skalen lassen sich auf nahezu alle OER anwenden, die anderen dann nur auf bestimmte OER. Die Skalen betrachten tatsächlich bedeutsame Aspekte von Qualität, was wir mit der Validitätsuntersuchung feststellen konnten. Mit Ausnahme der inhaltlichen Wiederverwertbarkeit besitzen auch die Langskalen eine gute Reliabilität. Und wir konnten nachweisen, dass die Kurz- und die Langphasen-Version des Instruments die gleichen Konstrukte erfassen. Was für Sie vielleicht interessant ist, das Instrument ist frei verfügbar. Wenn Sie auf diesen Link hier klicken, wir werden Ihnen ja die Präsentation zur Verfügung stellen, dann kommen Sie zu dem Instrument, können Sie sich das herunterladen. Das liegt auf ResearchGate, aber man kann das auch herunterladen, wenn man da nicht angemeldet ist. Ja, so viel zu unserer Instrumententwicklung. Wir hoffen, dass das Instrument gerade von den Repositorien verwendet wird. Wir haben gerade einige Modellprojekte, in denen wir das Instrument dann auch einsetzen und ausprobieren. Und es steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung, wenn Sie es verwenden wollen. Ja, so viel von meiner Seite.